Hallelujah. I'm so excited this morning. Ich bin so begeistert heute Morgen. To bring you the word of God. Euch das Wort Gottes zu verkündigen. For the sake of actually good morning everybody. Eigentlich mal guten Morgen. Good morning. Good morning. Guten Morgen. Good morning. Hallelujah. For the sake of those that were not with us last week. Für diejenigen, die letzte Woche nicht da waren. So let me rewind what I speak last week. Lass mich mal kurz zurückspulen, was ich letzte Woche gesagt hatte. The topic for last week was what? Das Thema letzte Woche war. Schau mal in euer Buch rein. The spirit of what? Der Geist der Kühnheit, des Mutes. The spirit of courage. Der Geist des Mutes. Which is the spirit of boldness. Der Geist der Kühnheit. Which is the spirit of confrontation. Und auch der Geist der Konfrontation. Jehovah, have mercy. Sag mal, Jehovah, erbarme dich. And we took it from the book of Genesis. Und wir haben das aus dem ersten Mose genommen. Exactly. Don't put it there. I'm just for the sake of those who were not here last week. Das ist nur für die, die nicht da waren. We took it from the book of Genesis chapter 1. Das kam aus 1. Mose 1. Verse 1. Vers 1. To verse 5. Bis Vers 5. And verse what? Und 26 and 28. Dann noch Verse 26 bis 28. We said that God said in the beginning there was when God created the beginning there was darkness over the whole earth. Und wir hatten gesagt, als Gott am Anfang die Erde erschuf, da war Finsternis überall. And the spirit of God was hovering the whole earth. Und der Geist Gottes schwebte über der Erde oder über den Wassern. And then God declared that let there be light and there was light. Und dann hat Gott ausgesprochen, es werde Licht und es ward Licht. And then I referred you to the book of Ephesians chapter 1 from verse 1 to 5 I think. Und dann ging ich zum Epheser vor Kapitel 1 von Vers 1 bis 5. Verse 3. Vers 3. Verse 3 to 4. 3 4. Thank you. And then I said that it is written that he chose us in him before the foundation of the earth. Und dann sagte ich, er hat uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt. Who? Wer? God. Gott. And so when you come back to Genesis chapter 1. Und wenn du da wieder zurückgehst zum 1. Mose 1. Verse 26 to verse 33. Von Vers 26 bis 33. The Bible says that and God said. Da sagt die Bibel und Gott sagte. Let us make man. Lass uns den Menschen schaffen. In our image. In unserem Ebenbild. So that they can become like us. Dass sie werden können wie wir. They will have our behavior. Dass sie unser Verhalten haben. They will have our character. Dass sie unseren Charakter aneignen. And they can also rule because we are rulers. Und dass sie auch herrschen können, weil wir sind Herrschende. And then I said. Und ich sagte. When God said, als Gott sagte, in the beginning, am Anfang, let there be light, es werde Licht, where were we? Wo waren wir da? Because if you read the Ephesians chapter 1 from 3 to 4, weil wenn du im Epheser liest, Kapitel 1, 3 und 4, it says, da heißt es, God chose you and me in him before the foundation. God had not created the foundation yet, but he chose you and me in him. Gott hat dich und mich erwählt in sich selbst vor der Grundlegung der Welt. Er hatte die Grundlegung noch nicht geschaffen, aber du warst schon auserwählt in ihm. So I said, und so sagte so ich, we said, oder wir sagten, when God was speaking, als Gott sprach, where were we? Wo waren wir denn da? We were in God already. Wir waren bereits in Gott drin. And so that means, das heißt, when God was speaking, als Gott da sprach, it was not God alone that was speaking. War nicht nur Gott allein, der da sprach. We were also speaking. Wir waren schon da drin in diesem Sprechen. We also were speaking because we were in God. Wir hatten da mitgesprochen und wir sprachen auch, weil wir waren bereits in Gott drin. Is it clear? Ist das klar? That is just for the sake of those who were not here last week. Das ist nur ganz kurz für die nicht da waren letzte so that Woche. Means, das bedeutet, if God was able to say, let there be light out of darkness, wenn Gott also aus der Finsternis heraus sagen konnte, es werde Licht, you need boldness, dann brauchst auch du Kühnheit, to command light out of darkness. Man braucht Kühnheit, um Licht hervorzurufen aus einer Finsternis.
You need boldness. Man braucht Mut. And then after, und danach, God said, sagte Gott, let us make them. Lasst sie uns schaffen. Let us make them. Lasst sie uns nun schaffen. Because we carry the spirit of boldness. Weil wir diesen Geist des Muts tragen. So let them also. Lasst auch sie deswegen. That they may rule. Dass sie herrschen können. You need boldness to rule. Du brauchst Mut, um zu herrschen. When you are insecure, wenn du unsicher bist, you can't rule. Kannst du nicht herrschen. Because rulership, weil Herrschaft is power. Ist Kraft, ist Macht. And power is boldness. Und Macht ist auch, geht einher mit Mut. Rulership is authority. Herrschaft bedeutet Autorität. Authority is boldness. Autorität ist Mut. You can't be weak and rule. Du kannst nicht schwächlich sein und dabei herrschen. It's impossible. Das ist nicht möglich. You can't have the spirit of fear of man and rule. Du kannst nicht Menschenfurcht haben und damit herrschen. It's impossible. Ist nicht möglich. You can't have fear and rule. Du kannst nicht in Furcht sein und herrschen. It's impossible. Ist unmöglich. You can't have insecurity and be a ruler. It's impossible. Du kannst nicht unsicher sein und dabei ein Herrscher sein. Ist nicht möglich. Somebody say Jehovah. Sag mal Jehovah. So that was for the sake of those that were not here last week. Das war für diejenigen, die nicht da waren letzte Woche. Now this week. Und diese Woche. Today we are continuing the process or the preaching, the topic, part 2. Heute gibt es Teil 2. The spirit of courage. Der Geist des Muts. The spirit of boldness. Der Geist der Kühnheit. And the spirit of confrontation. Und der Geist der Konfrontation. Now let us have the book of Numbers chapter 13, please. Wir wollen im 4. Mose aufschlagen, Kapitel 13. And let's see what the Lord is, the Spirit of God is saying. Und schauen wir mal, was der Geist Gottes uns da sagt. Numbers chapter 13. We're going to read from verse 1 to 2. Wir lesen Verse 1 und 2. And then end verse 17 to verse 33 quickly. Und dann Verse 17 bis 33. And we are going to read together. Wir lesen das zusammen. All right? So if you can do me a favor, except the one that is translating, all of you can stand up, please, and put your Bible down. Wenn bitte alle aufstehen könnten und dann wir wollen zusammen lesen. Everybody, please. Let's honor God with His word. Wir wollen Gott Ehre geben durch sein Wort oder mit seinem Wort. This church, we are a fitness church. Wir sind eine Fitnessgemeinde. We fast, we love food. Wir fasten und wir lieben das Essen. And we are also in fitness. Und wir sind auch im Fitness. We sit, we work. Wir sitzen, wir stehen. You can't come to this church and after go back without reducing weight. You reduce weight, of course. In dieser Gemeinde kannst du nicht hier hinkommen und nicht abnehmen. Wenn du da rausgehst, hast du sicherlich was abgenommen. Somebody say Jehovah. Sag mal Jehovah. So Numbers, the book of Numbers, chapter 13, from verse 1 to 2, and then we jump to verse 17 to verse 33, okay? Are we ready? Sind wir bereit? Let's go. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Vers 17 now to 33. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen. Ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis nach Rehob, wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol, wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben.
Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland. Und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Somebody say Jehovah. Sag mal Jehova. Please be seated. Bitte setz dich. Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. We bless you. Wir segnen dich. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which is about to transform lives. Was davor ist, Leben zu transformieren. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which is about to empower lives. Was Leben bevollmächtigen wird gleich. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which is about to increase us. Was uns zunehmen lässt. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which is about to accelerate us. Was uns beschleunigen wird. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which is about to increase us to the next level. Was uns gedeihen lässt zur nächsten Ebene. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Which will give us understanding. Was uns Verständnis, Erkenntnis Thank geben you for wird. Your word, danke für dein Wort, which will give us opening eyes, was uns offene Augen geben wird. And we thank you for your word, und wir danken dir für dein Wort, that is about to give us knowledge, was uns auch Erkenntnis geben of wird, who you are, von dem, wer du how bist you think, und wie du denkst and how you do things. Und wie du die Dinge Therefore, tust. Lord, use us, deswegen gebrauche uns only to speak, nur um das zu reden, what you want us to speak. Was du willst, dass wir sagen. We are ready. Wir sind bereit. We pray, wir beten, that our flesh will step aside, dass unser Fleisch beiseite that tritt, we may decrease, dass wir abnehmen. Holy Spirit, Heiliger Geist, may you increase, dass du zunimmst. Lead us, leite uns. May we be humble, dass wir demütig sind. May we be attentive, mögen wir auch wachsam to sein, hear your voice, um deine Stimme zu because hören, of what you have in stock. Wegen dem, was du bereithältst. We give you praise, wir geben dir Lobpreis and we give you glory, und Ehre. And we silence, und wir bringen auch zum Schweigen every spirit of religious spirit, jeden religiösen Geist. I take authority. Ich nehme jetzt Autorität. As the servant of God in this house. Als Gottesdiener in diesem Haus. And I silence every voice. Und ich bringe jede Stimme zum Schweigen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Every spirit of religiosity. Jeder religiöse Geist. I shut them in the name of Jesus. Ich schließe das im Namen and Jesu. I decree. Und ich declare. Let the Spirit of God alone take over. Möge allein der Geist Gottes übernehmen. Father, we thank you. Danke, Vater. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In Jesus' name we are praying. In Jesu Namen haben wir gebetet. And let the church say, und die Gemeinde sagt, Amen. Let me have verse 17. Just leave it there, okay? Verse 17. Du kannst Vers 17 lassen. Ich habe etwas zu sagen, wir wollen das ansehen. We have wir two kingdoms. Haben zwei Königreiche. And the two kingdoms are und diese sind the kingdom of God, das Reich Gottes and the kingdom of darkness. Und das Reich der Finsternis. These two kingdoms, diese zwei Reiche, we have the kingdom of boldness. Darin haben wir wie ein Königreich des Muts. And the other kingdom, oder das eine Königreich ist ein Reich des Mutes. Is a kingdom of fear. Und das andere, dort herrscht Angst. How many of you believe that? Wer weiß das oder glaubt das?
Kingdom of boldness is the kingdom of God. Das Königreich Gottes, darin ist Mut. And kingdom of fear is the kingdom of darkness. Und das Königreich der Finsternis, darin herrscht Angst. Which is Satan's kingdom. Das ist Satans Reich. The same way, genau so, we have two kinds of people. Haben wir auch zwei Arten von Menschen. We have those, wir haben diejenigen, that carry the Spirit of God. Die den Geist Gottes tragen. Even though we are all children of God, obwohl wir alle Kinder Gottes sind, but we all don't carry the Spirit of God. Aber nicht alle tragen den Geist Gottes. Let me hear you say amen. Ich will mal ein Amen hören. I'm going to say it again. Ich sag's nochmal. We are all the children of God. Wir alle gehören zu den Kindern Gottes. Let us make mankind. Er sagte, lass uns die Menschheit erschaffen. God made all. Gott hat alle erschaffen. The rich, die Reichen, the poor, die Armen, the blind, die Blinden, the deaf, die Tauben, the dumb, die Stummen. All God made them. Gott hat sie alle erschaffen. So we have two kinds of people. Wir haben zwei Arten von Menschen, that live on the earth. Die auf der Erde leben. We have those that carry the Spirit of God. Diejenigen, die den Geist Gottes tragen. And those that carry the Spirit of God are those that have the Spirit of courage. Und diejenigen, die den Geist Gottes wirklich tragen, die haben auch den Geist des Muts dabei. We are all children of God. Wir alle sind Kinder Gottes. But we have those that carry the Spirit of courage. Aber wir haben diejenigen, die den Geist des Mutes tragen. And the next category of people, und eine andere Kategorie an Menschen, are the people that carry the spirit of what? Sind diejenigen, die einen Fear. Geist von Angst oder Furcht tragen. They are also children of God. Auch sie sind Kinder Gottes. But they carry the spirit of fear. Aber sie haben einen Geist der Furcht. When you watch the book of Numbers chapter 13 from verse 17, I'm going to show you something right. Wenn du da im 4. Mose Kapitel 13 schaust von Vers 17 an. Listen to what the Bible says. Hör zu, was die Bibel da sagt. God told Moses, Gott hat Mose gesagt, to send the people, the spies, dass er Spione aussenden soll, to go and look at the land, dass sie das Land auskundschaften, that God was about to give it to them. Was Gott ihnen geben wollte. The same way, genau so, if we have to go and plant church, wenn wir zum Beispiel eine Gemeinde pflanzen sollen, in a region, in einer Region, we don't just go and plant church. Dann gehen wir nicht einfach so drauf los und pflanzen mal eine Because Gemeinde. In every region, weil in jeder Region, you have territories, hast du Territorien. You have principalities, man hat Gewalten und Mächte, that rule in every region, die jede Region beherrschen. Right. I'm going to say it again because ich you need to hear mal, this. Weil wir müssen das hören. Because what the gift I have. Die Gabe, die ich habe, is always to bring you the word in low what is it called in the lowness for you to have understanding, and I also give you parables. I compare the physical into the spiritual. Ich bin jemand, meine Gabe ist es, das Wort so auseinanderzunehmen und in Stücke zu zerlegen, dass man es verstehen kann, und ich habe auch diese, oder ich kann auch the second thing. Ah, ich Parables. Spreche auch in Gleichnissen. Because I have the anointing to bring the word in details. Ich vergleiche das Geistliche immer im Physischen, damit man das verstehen kann, und dann bringe ich Gleichnisse. Yeah. That is the anointing I have. Das ist die Salbung, die is ich to habe. Bring the word into details. Damit ich ins Detail gehen kann. And you need it. Und das braucht ihr. Because if you understand the word of God in details, it brings healing. Weil wenn du das Wort Gottes in Detail wirklich verstehst, dann bringt das Heilung. It brings healing. Es bringt Heilung. Because even when they prophesy, weil sogar wenn prophezeit wird, is the word of God. Das ist das Wort Gottes. But when you can understand the prophetic in your understanding, it brings you automatically healing. Aber wenn das prophetische Wort wirklich einen Aha-Moment in dich hineinbringt, Aha, ja. Dieses Verständnis, dann bringt das Heilung. It brings you healing. Es bringt Heilung. What did I say? What was I saying? When God sent Moses to send the yes. spies. Yes, thank you, mommy. God sent to Moses that he should send spies, 10 of them. Gott sagte zu Mose, er soll 10 Spione aussenden.
to go and check the land. Um das Land auszukundschaften. And I said, und ich sagte auch, even before we go to plant, yes, Matt. Ah, es ist gut, die Korrektur kam. Es waren 12. Das war schon in meinen Gedanken, dass ich es falsch gesagt hatte. Ja, Jesus hat auch 12 berufen. So that was your authority. Das war die Zahl der Autorität. Yes. Yeah. 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 Thank you for that. Danke. It's good. Don't feel shy to talk. Ist gut, sei nicht scheu. I will not shut you down. I'm not the kind of pastor that shut people down. No. Nobody knows it all. Sometimes when you're in the spirit, you forget so many things. Niemand weiß alles und manchmal, wenn man so im Geist fließt, manchmal verdreht es einige Dinge oder man vergisst irgendwas. Yes, it's only a humble preacher that will receive correction. Nur ein demütiger Prediger kann auch die Korrektur annehmen dann. So the Lord said to Moses, send 12 of your people. Der Herr sagte Mose, sende die 12 Spione aus. To go and spy the land. Dass sie das Land auskundschaften. The same way. Genau so. When we are being sent to go and build a plant a church. Wenn wir zum Beispiel ausgesandt werden, eine Gemeinde zu bauen. When I was called to go and plant a church in Ghana. Als ich berufen wurde, in Ghana eine Gemeinde zu pflanzen. To start NIC Ghana. Und NIC Ghana zu beginnen. We went to look at the land. Dann sind wir dorthin gegangen, um das Land to secure the land. Zu begutachten und es zu sichern. Before we started this church, Mommy and myself started this church in Basel. Und bevor Mami und ich diese Gemeinde in Basel begonnen haben, we were living in Biel. Da waren wir in Biel. We were driving wohnhaft. Every Tuesday, isn't it? Und wir sind immer Dienstag und Samstag nach Basel gefahren. Tuesday and Saturday to Basel. Wir sind immer nach Basel gefahren. For how many years? 2 years. Yeah, 2 years. Probably. Yeah, 2 years. Vielleicht 2 Jahre lang. Yeah. Driving every time. Wir sind immer hin und her gefahren. To check the land. Um das Land zu kundschaften. Making evangelism. Und auch Evangelisation zu machen. But we were also checking the land. Aber dabei haben wir auch ausgekundschaftet. To see. Um zu sehen. Whether the land is conducive. Ob das Land aufnimmt. It is called spiritual mapping. Das nennt man in Englisch spiritual mapping, in Deutsch ist das vielleicht so geistliches Auskundschaften. To check the territory. Um das Territorium abzustecken. To check what kind of principalities rule. Um festzustellen, was für Gewalten und Mächte da vorherrschen. And because we knew, und weil wir wussten, that we can conquer them, dass wir das bezwingen können. You didn't hear what I said. Du hast nicht gehört. I said, we knew, wir wussten, that we can conquer, dass wir bezwingen können. The principalities, die Gewalten, where we are going, wo wir hingehen, we did not fear, haben wir keine Furcht gehabt. And we came to Basel. Und wir kamen nach Basel. Now we are in Biersfelden. Und jetzt sind wir hier in Biersfelden. We have already set a foundation. Wir haben bereits das Fundament gelegt. We have conquered, we have broken the ground. Wir haben den Boden aufgebrochen, wir haben bezwungen. That means in Biersfelden we own the territory. Das heißt in Biersfelden, we own it. Dass in Biersfelden die Gemeinde, die beherrscht bereits das Territorium oder wir haben diesen Boden. That means we are able to speak into the heavenly atmosphere. Das heißt, wir sind fähig, auch da in die Atmosphäre hineinzusprechen. To shake the ground of the enemies. Und auch den Boden des Feindes zu schließen. Because we have taken stand. Weil wir schon den Stand eingenommen haben. Amen. So God sent them. So go. Und Gott sandte sie und sagte, geht. Now, look at what the Bible says. Schau mal, was die Bibel sagt. In verse 17. In Vers 17. When Moses sent them to exploit Canaan, he said to them, go up through the Negev and on into the hill country. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak. Und Gott sah, als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an die Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht, ob die Menschen dort schwach seien oder stark. Two kinds of people, zwei Arten von Menschen, that Moses was describing, die Mose da beschrieben hat. Two kinds in the land. Im Land. And the people Moses sent, und die Leute, die Mose ausgesandt were also hatte, two kinds of people. Das waren auch zwei Arten von Menschen. Two kingdoms. Zwei Reiche. Kingdom of light. Das Königreich des Lichts. Kingdom of darkness. Und das Königreich der Finsternis. Two kingdoms. Zwei Reiche. Kingdom of power. Ein Königreich der Kraft kingdom und Macht. Of boldness. Des Muts. And kingdom of fear. Und ein Königreich, das Furcht beinhaltet. Send the 12. Sende die 12. Go to Biersfelden. Geh nach Biersfelden. Go and look.
steht und schaut. Whether the people living in Biersfelden, they are weak or they are strong. Ob die Leute da in Biersfelden stark oder schwach seien. Whether they are weak or they are strong. Ob sie stark oder schwach seien. And those that were sent. Und die ausgesandt wurden, were also two kinds of people. Waren auch zwei Arten von Menschen. And I will show you in the Bible. Und ich zeige euch das in der Bibel. And we have this in the church. Und genau so ist es auch in den Kirchen. We have people in the church. Es gibt Menschen in den Kirchen. That can pray. Die beten können. They go to church. Sie gehen in die Kirche. We have some in the church. Einige gibt es. That go to church. Die gehen in die Kirche. But they can't pray. Aber können nicht beten. They are weak. Und sie sind schwächlich. They are vulnerable. Und auch verletzlich. When little attack comes, wenn ein kleiner Angriff kommt, they can handle. Können sie das nicht damit umgehen. Little attack, ein kleiner Angriff, they can handle. Können sie nicht damit they umgehen. Are down. Sie sind unten. They are depressed. Sie sind vielleicht depressiv. But this is not the plan, the will of God. Aber das ist nicht der Plan und Wille Gottes. God gave you his spirit. Gott hat dir seinen Geist geschenkt. God has given you the keys. Er hat dir bereits die Schlüssel gegeben. To rule. Um zu herrschen. And to reign. Und zu regieren. The keys. Die Schlüssel. To trample. Um zu trampeln over the power of darkness. Auf die Mächte der Finsternis. God has given you the keys. Gott hat dir bereits die Schlüssel gegeben. Of authority. Der Autorität. What kind of key do you have? Was für einen Schlüssel ist denn das? Do you have God's key? Denn du hast, ist es Gottes Schlüssel? Or do you have man's key? Oder menschliche Schlüssel? Yeah. What kind of key do you have? Was für eine Art Schlüssel hast du? Jesus gave Simon the key. Jesus gab Simon Petrus einen Schlüssel. Different kinds of key. Verschiedene Schlüssel. He gave Simon the key. Er hat Simon Petrus den Schlüssel gegeben. And he says, und sagte, when you forgive somebody, wenn du jemanden vergibst, automatisch, it is forgiven. Ist es vergeben. And then Jesus, und Jesus gave also the church the key. Gab auch der Gemeinde den Schlüssel. He first gave Simon because he said, "Simon, upon you I will build my church." Zuerst sagte er Simon Petrus, auf dir werde ich meine Gemeinde erbauen. He gave him power. Er gab ihm Macht. Authority. Und Autorität. And then he turned to the church. Und dann wandte er sich zur Gemeinde. He also gave key to the church. Und gab auch der Gemeinde einen Schlüssel. He said, "Church." Und er sagte Gemeinde. When two are gathered in my name. Wenn zwei in meinem Namen versammelt sind. I God. Ich Gott. I will be there in their midst. Bin mitten unter ihnen da. And then he also said. Und dann sagte er auch. The church. Gemeinde. Whatever you bind. Was immer ihr bindet. On earth. Auf Erden. In the church. In der Gemeinde. Already. Ist. It is fixed in heaven. Bereits gebunden im Himmel. Whatever you loose. Was immer ihr löst. As a church. Als Gemeinde. On earth, hier auf Erden, already, bereits, in heaven, im Himmel, it is settled. Ist es vollbracht. Who was Christ giving the keys? Wem hat Christus diese Schlüssel gegeben? To the building, dem Gebäude, of Biersfelden, von Biersfelden? No, nein. He gave it to the people of Biersfelden. Er gab es den Menschen von Biersfelden. Some of you are looking. Ihr schaut mich so an. The church is not the building. Die Gemeinde ist nicht das Gebäude. The church. Die Gemeinde. Is you and me. Sind du und ich. To demonstrate the power of the church. Um die Kraft, die die Gemeinde hat, zu demonstrieren. Jesus spoke to Simon. Sprach Jesus zu Simon Petrus. Jesus did not speak to the building. Er sprach nicht zum Gebäude. And said. Upon you building, I will build my church. Und sagte, auf dir, du Tempel, werde ich meine Gemeinde bauen. I'm trying to open your eyes so you guys understand ich where we're going. Ich versuche nur die Augen zu öffnen, damit ihr versteht, wo wir hinwollen. He spoke to the people of the church. Er sprach zu den Menschen I have given you the key. Innerhalb der Gemeinde und er sagte, ich habe euch die Schlüssel gegeben. Whatever you bind. Was immer ihr bindet. On earth. Auf Erden. In the church. In der Gemeinde. Already. Bereits. It is bound. Ist es gebunden dann. And that's the kind of people we have in the church. Das sind die Art von Menschen, die wir haben in they der have Gemeinde. The key, sie haben die Schlüssel. They have actually the right key. Sie haben eigentlich schon die richtigen Schlüssel. But they don't know how to apply. Aber sie wissen nicht, wie anwenden.
Because God doesn't give wrong key. Weil Gott gibt keine falschen Schlüssel raus. God gives the right key. Gott gibt die richtigen Schlüssel. They don't know how to apply. Aber sie wissen nicht, wie anwenden. So much living in fear. Und sie leben so sehr in Angst. But you have the key. Aber du hast die Schlüssel. You are standing by your door. Du stehst bei deiner Tür. Open your own door and get inside. You have fear to open your own door. Aber du hast sogar Angst, deine eigene Tür zu öffnen und reinzugehen. Go to verse 18. Bitte Vers 18. Let me quickly show you something. Ich will euch nur kurz was zeigen. Because I really want us to understand. Listen, after this preaching, nach dieser Predigt, after this topic, nach diesem Thema, if you are not free, wenn du nicht frei bist danach, then there's something wrong with you. Dann ist da irgendwas los mit dir. Oh, serious? Wirklich, I'm not joking. Ernsthaft, ich mache keine Witze. After this preaching, nach dieser Predigt, if you are not free, wenn du danach nicht frei bist, then there's something wrong with you. Dann wird da etwas falsch sein mit dir oder ist irgendwas komisch mit dir. Something serious with you. Dann ist da was wirklich los mit dir. And see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak. Let's go to verse 18, please. It is 18. Verse 19, please. Vers 19 dann. All right, so let's fast forward because of the time. I want us to fast forward it. So let's go to verse 21. Vers 21 wegen der Zeit. Yeah. So they went up and spied out the land from the wilderness of Zin as far as Rehob, near the entrance of Hamath. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamath geht. 22, please, quickly. And they went up through the south and came to Hebron, Ahiman, Shishai, and Talmai, the descendants of Anak, which are the descendants of, they have the spirit of Nephilim. Were there. Now the Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort war Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Und die haben den Geist der Nephilim gehabt. Yeah, Hebron aber, descendants of, Nephilim. Die Nachfahren, yeah. Yes. Aber war 7 Jahre von Zoan in Ägypten erbaut worden. Yeah, let's go, please, quickly. Then they came to the valley of Eshcol, and they caught a branch with one cluster of grapes. They carried it between two of them on a pole. They also brought some of the pomegranates and figs. Und sie kamen bis in das Tal Eshkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. All right. So now give me my name is Jimmy. Give me verse 30, because I want to go fast because of time. Verse 30, please. Bitte 30. I'm just trying to give us some revelation. No, verse 29. Nein, zuerst 29. Let me see what is there. The Amalekites dwell in the land of the south, and Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Und sie sagten, die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Maybe 27? 27, yeah, because you know where I'm going. 27, please, give me 27. Okay. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here it is fruits. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. But the people who live there are powerful. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. And the cities are fortified and very large. Und die Städte sind sehr fest und groß. We even see descendants of Anak there. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, and the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Und dann eben auch die Amalekiter und die anderen Iter. Look at the people that he sent. Schau mal die Leute an, die er ausgesandt hatte.
Look at the people that he sent. Schau mal die Leute an, die er ausgesandt hatte. Look at the language that they are using. Und schau mal die Sprache, die sie da eingesetzt haben. He said, "We went into the land to which you sent us, and it does flow. It does flow with milk and honey. Ja, da, here is the fruit." Ja, da fließen Milch und Honig, und da sind die Früchte davon von diesem Land. But the people are powerful. Aber die Leute sind stark. They are powerful. Sie sind mächtig. Now, what have you used your mouth to speak? Was hast du denn deinen Mund dazu benutzt zu reden? What have you used your mouth to speak? Was hast du denn ausgesprochen mit deinem Mund? You have already sent an assignment, you have sent the link into the realms of the spirit. Du hast bereits wie ein Wort herausgesandt in den Geist Gottes, in den geistlichen Raum hinein mit einem Auftrag. Your emotions have heard your voice. Deine Emotionen haben dann wiederum deine Stimme gehört. Your spirit have heard your voice. Dein Geist hat wiederum deine Stimme gehört. Your thought have heard your voice. Und dann ist das in deine Gedanken wiederum reingekommen. Because you were sent to go and conquer. Weil eigentlich wurdest du ausgesandt, um zu bezwingen und einzunehmen. So, if you want to conquer, aber wenn du bezwingen willst, what is the mindset that you need to have to conquer? Was ist denn dann das Gedankengut, das du halten musst, um bezwingen zu können? If you want to overcome, wenn du überwinden möchtest, what is the mindset that you need to have to overcome? Was ist die Gesinnung, die dazu gehört, um überwinden zu können? It's not a mindset of negative. Es ist nicht ein negatives Gedankengut. It should be a mindset of positive. Es muss ein positives Gedankengut sein. Your thinking, dein Denken, should be positive. Sollte positiv over sein. Over every issue, über allem. Over every situation, über jede Situation. It doesn't matter what you're going through. Egal was du durchmachst. Let your thinking be positive. Lass deine Gesinnung positiv bleiben. Weil Gott has breathed into you his spirit. Hat seinen Geist in dich hineingehaucht. The spirit of boldness. Den Geist des Muts. The spirit of courage. Den Geist der Kühnheit. The spirit of perseverance. Den Geist des Durchhaltevermögens. This is who you are. Das ist, wer du schon bist. To rule. Um zu herrschen. To take dominion. Um Herrschaft einzunehmen. This is who you are. Das ist, wer du bist. You are not a person that should fear. Du bist nicht eine Person, die sich fürchten sollte. So what you use your mouth to speak. Was du also deinen Mund dazu benutzt, um auszusprechen. As a man thinketh. Die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt. So he becomes. In seinem Herzen, so ist er auch. And so look at verse 30. Und schau mal Vers 30 an. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. You have this kind of people in the church. Wir haben diese Art von Menschen in der Gemeinde. People that come to church, Menschen, die in die Gemeinde kommen, they are weak, sind schwächlich, and they use their negativity. Und dann benutzen sie ihre eigene Negativität. I'm going to reach somebody's cupboard. All the skeletons in your cupboard, I'll bring them out. Heute werde ich all die Skelette in deinem Schrank mal rausputzen. He said the people that are in the land. Er sagte, die Leute, die da im Land sind. They are powerful. Sind zwar mächtig. They are strong. Sie sind stark. They sent 12 of them. 12 wurden ausgesandt. One person. Eine Person. Influenced 10 of them. Hat 10 beeinflusst. With the spirit of negativity. 9 beeinflusst mit dem Geist der Negativität. Spirit of complaint. Mit dem Geist des sich Beschwerens. Spirit of jealousy. Mit dem Geist der Eifersucht. One person. Eine Person. And you find in the church. Und das findet man auch in der Gemeinde. You have people that come to church. Man hat Leute, die in die Gemeinde kommen. They carry that spirit. That they influence others. Sie tragen einen Geist, der andere beeinflussen will. In the church. In der Gemeinde. And tell them that. Und ihnen sagt. You can't make it. Du schaffst es nicht. This church. In dieser Gemeinde. They are not teaching you much. Ah, die lehren gar nicht viel. This church. Diese Gemeinde. They talk much about money. Die reden vielleicht über Geld. It's true. Ja, ist wahr. God doesn't use stones to build his church. Gott benutzt nicht Steine, um die Gemeinde zu bauen. Oh, trust me.
Vertraue mir. I have so much downloaded in my spirit. Ich habe so viel gedownloadet. But somebody must hear this. Aber jemand muss das hören. Because that is the spirit you carry. Weil das ist der Geist, den du trägst. You come in the house of God, du kommst ins Haus. You have a dirty character. Aber hast einen schrecklichen Charakter. Everything the pastor will say, alles, was der Pastor da sagt, you have something against da hast du irgendwas dagegen zu reden. And then you go about, und dann gehst du umher. Influence your dirty character. Und dann mit deinem schwierigen Charakter beeinflusst du to the people of the church. Andere Leute in der Gemeinde. Gossiping in their ears. Und dann kommt Klatsch und Tratsch in die Ohren. You see the pastors? Siehst du den Pastor? See how they are dressing? Siehst du mal, wie sie sich anziehen? They are using the church money. Ah, die brauchen sicherlich das Gemeindegeld dazu. This is not a story. Das ist keine Geschichte. It's not a storybook. Ist keine Geschichtbuch. This is reality. Das geschieht echt. Today I am killing that spirit. Heute töte ich diesen Geist ab. This is not how God made you. So hat doch Gott dich nicht erschaffen. God said, love one another. Gott sagte, liebt einer den anderen. He didn't say, complain against one er another. Hat nicht gesagt, beschwert euch einer gegen den anderen. In the house of God. Im Haus Gottes. Matt, they come to church. Dann kommen sie in die Gemeinde. They have been designed in a special way. Und sie sind ganz speziell designed worden. From the enemy. Vom Feind that her. This is their vision. Sie haben da eine bestimmte Vision. They come to the church, sie kommen in die Kirche, observing, und die beobachten mal, what the pastors are wearing, was denn die Pastoren da tragen, the car the pastors are driving, oder vielleicht das Auto, das sie fahren, the children of the pastors, oder die Kinder der Pastoren, their attitude, ihre Haltung, their character, der Charakter. They even go as far as going behind the pastor, calling the pastor's children, investigating them. Und einige gehen sogar hinterrücks zu den Kindern und fangen an, die auszuhorchen. Not in this church. Aber nicht hier. If I catch anybody, wenn ich jemanden erwische, yeah, because why can you not talk to me? Warum kannst du denn nicht zu mir reden? What are you trying to find out from the children of the pastor? Was versuchst du denn von den Kindern herauszufinden? That you cannot talk to the pastor. Was du nicht direkt fragen könntest die Pastoren. If there is anything you cannot talk to your leaders, wenn es irgendwas gibt, was du nicht mit deinen Leitenden besprechen kannst, then you're not living right. Dann lebst du nicht recht. That is why we have coming on as the pastors, as a pastor. Deswegen kommt jetzt das dieses Programm auf im Juli. Frag die Pastoren. Ask the pastor. Frag die Pastoren. What is it in your heart? Was ist denn da in deinem Herz? That you are hiding. Was du da versteckst? That you are going about asking my children or asking the pastor's children. Wo du umhergehst und die Kinder fragst. That you cannot ask the pastor. Was du aber nicht direkt die Pastoren ansprechen kannst. Ask the pastor. Jetzt kommt's. Frag die Pastoren. They are not cannibals. Die Pastoren sind keine Kannibalen. I have a lot of meat in my fridge. Ich habe genug Fleisch in meinem Kühlschrank. I don't need your meat. Ich brauche nicht dein Fleisch. Your meat is sour. Dein Fleisch ist sogar sauer, too much bitterness in weil you. Da ist zu viel Bitterkeit drin. Yeah, René, that's wahr. Ja, René, das ist wahr. That's true. Even if there's no meat in the world, I'll refuse to eat your meat. Sogar wenn es gar kein Fleisch in der Welt gäbe, ich würde dein Fleisch nicht essen. And this in the church. So was gibt's in den Kirchen. Different kind of mindset. Verschiedenartige Gesinnungen und Gedankengüter. Influence people. Und dann beeinflussen with sie your behavior. Mit ihrem Verhalten. This church. In dieser Gemeinde. Don't go to that church. Geh nicht in diese Gemeinde. You don't see how they are? Siehst du denn nicht, wie die da sehen? Shouting, wie sie da schreien? How they are clapping? Oder wie sie da klatschen? The pastor's always looking awesome. Der Pastor sieht immer schön aus. Of course. Natürlich. I have come to meet the king. Ich bin doch gekommen, um auf den König zu treffen. If I will wear Fabian, if I will wear a rag.
wenn ich einen Lumpen tragen würde, you will also go about and speaking. Dann wirst du auch rausgehen und über meinen Lumpen dich beschweren. Oh, the pastors, they cannot even dress. Ah, die Pastoren wissen nicht, wie sie sich anziehen sollen. And they are talking about orderliness. Und dann reden sie über Ordnung. They are talking about cleanliness. Über Reinlichkeit. Look at the shoes that, schau mal die the Schuhe, wife is wearing. Die Frau da anhat. That's the church for you. Das ist die Kirche für dich. Different kinds of people. Verschiedenartige Menschen. The weak. Die Schwächlichen and the strong, und die Starken. The complainers, die Beschwerer and those that accept, und die, die annehmen. And Caleb said, und Caleb sagte, shut up. Schweigt. He says, shut up. Er sagte, schweigt. Don't influence her with your bad spirit. Hört auf, da Einfluss zu nehmen mit eurem schlechten Geist. Because me, weil ich, Caleb, I carry a different spirit. Ich trage einen anderen Geist. I carry the spirit of God. Ich trage den Geist Gottes. I don't carry the spirit of fear. Ich trage nicht einen Geist der Furcht. I carry the spirit of boldness. Ich trage einen Geist der Kühnheit. I carry the spirit of seeing and doing it. Ich trage einen Geist von ich sehe und ich mache. I carry the spirit of courage. Ich trage einen Geist des Muts. I carry the spirit of confrontation. Ich trage einen Geist, der konfrontieren kann. I can do it. Ich kann es. Shut up. Schweig. This is the kind of spirit that we need in the church. Das ist die Art von Geist, die wir in der Gemeinde brauchen. That people can rise. Wo die Menschen aufstehen with können. With different spirit. Mit einem andersartigen when somebody Geist. Comes to condemn, dass wenn jemand kommt, um zu verdammen. You rise. Dann stehst du raise auf. A standard against them. Und du errichtest eine Mauer. And say, shut up. Und sagst, schweig. What you are saying against this church is not true. Was du sagst gegen diese Gemeinde ist nicht wahr. What you are speaking against the pastors is oder not true. Oder was du gegen die Pastoren sagst ist nicht wahr. Because I know them. Weil ich kenne sie. 4 years now. Jetzt 4 Jahre. They are who they are. Sie sind wer sie sind. They are real. Sie sind echt. What they speak is what they are. Und was sie sagen, das sind sie auch. I know them. Ich kenne so sie. Shut up. Also schweig. That was the church. Das war die Gemeinde da. That was the first church. Das war die erste Gemeinde Israel. That God created. Die Gott geschaffen hat. Two of them. Zwei nur. Caleb. Aaron. Different spirit. Und Aaron, ein andersartiger Geist. Shut up. Er sagte, schweig. What you have seen is not even true. Was ihr da gesehen habt, ist nicht mal wahr. It's not true. Ist nicht wahr. The people, no matter how big they are. Egal wie groß die Männer da sind. Ladies and gentlemen. No matter how big the attack of the enemy is. Egal wie groß der Angriff des Feindes ist oder I have come to let you know. Ich bin gekommen, dich wissen zu lassen. That you can conquer the enemy. Du kannst den Feind überwinden. Du hast nicht gehört. You didn't hear what I du said. Hast nicht gehört. Because look at what the guy said. Weil schau mal, was der da sagte. The guy said, der Mann sagte, the land, das Land, the people are powerful. Die Menschen sind so mächtig. They are giants. Sie sind Riesen. And Caleb said, und Caleb sagte, it doesn't matter who they are. Egal wer sie sind. Once we carry the spirit of God. Wenn wir den Geist Gottes tragen. David said to the Philistine. David sagte dem Philistern. Goliath. Zum Goliath. He said it doesn't matter how tall, how big you are. Er sagte, egal wie groß und stark du bist. I don't care about your arrow. Egal welcher Pfeilbogen du hast. I don't Pfeile, care about your big mouth. Egal welches großen Mund du besitzt. I don't care about your muscles. Egal wie viele Muskeln du da I hast. I don't care about your power. Egal was für eine Kraft du besitzt. I don't care about your authority. Egal welche Autorität du da hast. But what I know. Aber was ich weiß. Is that when God is with me. Wenn Gott mit mir ist. Who can be against me? Wer kann gegen mich sein. My God. Who is with you? Wer ist mit dir? Who is with you? Wer ist denn mit dir? It doesn't matter what you go through. Egal was du durchmachst. It doesn't matter the attack
of the enemy. Egal wie der Feind dich angreift. It doesn't matter how big the attack is. Oder wie groß die Attacken sind. But I want you to know. Ich will, dass du weißt. Remember. Erinnere dich. That the one that is in you. Derjenige, der in dir ist. Is greater than the one in the world. Er ist größer als der, der in der Welt ist. You don't carry yourself. Du trägst dich nicht so. You carry the spirit of God in you. Du trägst nicht dich, sondern du trägst den Geist Gottes. God said, Gott sagte, the battle is mine. Der Kampf ist mein. Die Macht ist mein. He said, the battle is mine. Er sagte, die Schlacht gehört mir. Which war are you going in? In welchen Kampf trittst du ein? Any war you are going into. Jeden Kampf, in den du eintrittst. Ladies and gentlemen, I want you to know. Ich will, dass ihr wisst. That war and that fight is not your war, is not your fight. Dieser Kampf, dieser Krieg, diese Schlacht ist nicht dein. Hey! It is the fight of God. Es ist Gott, der für dich kämpft. Listen. Hör zu. There are two things you need to know. Da gibt's zwei Dinge, die du wissen musst. One. Erstens. You need to know. Du musst wissen. That as long as you live on the earth. Solange du auf Erden lebst. And you call upon the name of the Lord. Und du den Namen des Herrn anrufst. You will be attacked. Wirst du angegriffen werden. It's automatic. Das ist einfach so. As long as you live on the earth. Solange du auf Erden lebst. And call upon the name of the Lord. Und du rufst den Namen des Herrn an. Because those that live on the earth. Weil die auf Erden leben. And do not call upon the name of the Lord. Und nicht Gott anrufen. They are already. Die sind sowieso schon. In the hands of the attacker. In den Händen des Angreifers. Yeah. They are already in their hands. Die sind bereits in den Händen. So they don't care about you. Des Angreifers und so but kümmern sie sich nicht. Call upon the name of the Lord. Um dich, aber wenn du den Namen des Herrn anrufst. You will be attacked. Dann wirst du angegriffen werden. But God says. Aber Gott sagt. Do not fear. Fürchte dich nicht. Because denn I am. Ich bin. With you. Mit dir. The fight is mine. Der Kampf ist meiner. Vengeance belongs to the Lord. Und die Rache gehört dem Herrn. God says, Gott sagt, just know it. Wisse das einfach. Just believe it. Glaube einfach. And just declare it. Und erkläre das aus deinem Mund. And it shall be established. Und es wird errichtet. I don't know what you are going through. Ich weiß nicht, was du durchmachst. And I don't know what you have been through. Oder was du durchgemacht hast. But all what I know. Aber alles, was ich weiß, is that no matter how big the situation is. Egal wie groß die Situation zu scheinen vermag. God. Gott. Is bigger. Ist größer. Watch your neighbor. Watch your neighbor. Schau deinen Nachbar an. Say, neighbor. Sag Nachbar. No matter. Egal. How big my situation wie groß meine Situation erscheint. I have a God. Ich habe einen Gott. Yerebo-shataha. I have a God. Ich habe einen Gott. Who is bigger? Der größer ist. Who is greater? Der größer ist. Than my situation. Als meine Situation. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Yerebo-shataha. Yerebo-shataha. Hey! Jesus is Lord. Jesus ist Herr. Sit down 1 minute. Sit down 1 minute. Setze dich. My Yerebo-shataha. I know. I will finish this topic next week Sunday. Ich werde dann nächsten Sonntag fertig machen. Next week I'll finish it. Nächste Woche. Because next week we will go into prophetic. Weil nächste Woche gehen wir danach ins Prophetische, nach der Danksagung.
We have people in the church. Wir haben Menschen in der Gemeinde. Students, sons and daughters. Söhne und Töchter. That carry the spirit of prophetic. Die den Geist des Prophetischen tragen. That they can see. Und sie können sehen. And that they can declare. Und sie können aussprechen. And that is why next week. Und deswegen nächste Woche. We will go in that art. Werden wir dorthin gehen. You are going to speak to your ground. Du wirst zu deinem Boden sprechen. Listen. Hör zu. When you are coming next week, wenn du nächste Woche kommst, you are bringing a bottle of water. Bring eine Flasche Wasser mit. Amen. Listen to me now. Hör zu. As I was speaking, wie ich geredet habe, that's what I heard in my spirit. Hörte ich das. You must speak to your ground. Du musst zu deinem Boden sprechen. If you don't speak to your ground, your ground will speak to you. Wenn du nicht zu deinem Boden sprichst, dann wird der Boden zu dir sprechen. If you don't speak to your situation, wenn du nicht deine Situation adressierst, your situation will speak to you. Dann wird deine Situation dich adressieren. If you don't address your situation, wenn du nicht zu deiner Situation sprichst, your situation, dann wird deine Situation will address you. Zu dir sprechen. If you go to the barber, wenn du zum Coiffeur gehst, and you enter the barbering shop, und du gehst da zum Coiffeurladen hinein, and you see the barber, und du you see the barber. Du siehst den Coiffeur. And you don't tell them the kind of shape you want your hair. Und du sagst ihm nicht, welche Form deine Haare danach haben sollten. They will give you some shape. Dann werden sie dir eine Form verpassen. Then when you come out from the shop, dass wenn du da rauskommst, anyone that sees you, jeder, der dich sieht, scatter, they will start to run away. Die zerstreuen sich in alle Richtungen. Me, I have no problem. Ich habe kein Problem. Me, I have no problem. Ich habe kein Problem. I just wake up, take shower. Ich stehe auf, ich dusche mich. Clean my teeth. Ich putze mir die Zähne. Rub myself. Und ich trockne mich, wear my dress, ich ziehe mich an, off I go. Und so bin ich weg. Off I go. Und ich bin weg. When Mommy wakes up. Wenn, oh mein Gott. Wenn Mommy aufsteht. Don't go there. And then, und dann she will take a shower. Duscht sie sich und dann geht's los. And when she finished, und wenn sie fertig ist, she will put on the light in all the children's room. Dann macht sie das Licht an bei den Kindern. Kinder, good morning. Kinder, guten Morgen. Aufstehen. Rise up. It's time to go to church. Es ist Zeit, in die Kirche zu gehen. I have ironed my dress. Ich habe schon gebügelt. I have worn my dress. Ich bin schon angezogen. My things are ready. Meine Dinge sind bereit. Mommy. Time is going. Die Zeit läuft. Oh, sweetheart, I'm coming. Oh, sweetheart, ich komme. 5 minutes. Mommy, time is going. 5 Minuten. Mommy, die Zeit läuft. Jo. Oh, sweetheart. Oh, Schatz. I'm coming. Ich komme. Retaliation will come. Ich sagte, die Rache kommt. Thank you. She is always beautiful. Sie ist immer schön. That is why I'm proud. Deswegen bin ich stolz. If you go to the coiffeur, you don't tell them how you want your hair. Wenn du zum Coiffeur gehst, dann sagst nicht, wie du deine Haare haben möchtest. They will give you what they want. Dann geben sie dir, was sie für gut empfinden. The same way. Genau so. When the enemy attacks your life. Wenn der Feind dein Leben angreift. And you don't speak to the situation. Und du sprichst nicht zur Situation. The situation will speak to you. Dann wird die Situation zu dir reden.
Now, when devil is coming, und wenn der Teufel kommt, devil is not coming to you in boldness. Der kommt nicht in Kühnheit zu dir. Devil is coming to you in fear. Der kommt in Furcht zu dir. Let me say, that will be my last statement. I'm done. Das ist meine letzte Aussage und dann bin ich fertig. Fabian, when the devil is coming to you, wenn der Teufel zu dir kommt, I told you last week, ich habe euch schon letzte Woche gesagt, that the devil has no power. Er hat keine Macht. The only power, die einzige Macht, die er that hat, the devil has, is the power of fear. Ist die Macht, Furcht zu verteilen. When he can bring the fear upon you, wenn er Furcht über dich bringen kann, you'll be here, dann bist du da unten, the devil is here. Und er ist dort oben. But God has made you, aber Gott hat dich erschaffen, to be here, dass du oben bist every other thing und alles andere be under your feet. Unten sein, unter den Füßen. What kind of spirit do you carry? Was für einen Geist trägst du? You carry the spirit of God, du trägst den Geist Gottes, or you carry the spirit of man, oder einen menschlichen Geist. Stand up. Bitte lass uns aufstehen. Wir wollen dieses Gebet beten. Oh, next week, nächste Woche will be powerful. Wird mächtig. When you are coming, wenn du dann kommst, you bring a bottle of water. Bring Wasser mit, eine Flasche Wasser. You must speak to your ground. Du musst zu deinem Boden reden. And you must speak to your situation. Und du musst zu deiner Situation lernen zu reden. No, you. I'm waving you. Du, ich winke dir. Yes. You are going to speak to your ground. Du wirst zu deinem Boden sprechen. Ja. Ja. Next week. Nächste Woche. You will speak to your ground. Du wirst zu deinem Boden sprechen. And next week I have a present for you. Und nächste Woche habe ich ein Geschenk für dich. The Lord gave me a present in my spirit for you. Der Herr hat ein Geschenk in meinen Geist gelegt für dich. For you special. Speziell für dich. Oh, you will make a difference. Du wirst einen Unterschied machen. You must rise. Du musst aufstehen. There is no way out. Da gibt's keinen Ausweg. Than to rise. Als aufzustehen. The enemy doesn't want you to rise. Der Feind will nicht, dass du aufstehst. He releases the spirit of fear, und er gibt Furcht über dich aus, that you will never rise. Damit du nie aufstehen mögest. Spirit of fear is stagnation. Und der Geist der Furcht aber bringt Stagnation mit. It's a spirit of hideout. Es ist ein Geist des sich Versteckens. You hide. Und du versteckst dich. Next week, nächste Woche, bring the bottle of water. Bring eine Flasche Wasser mit. We are believing God for the power and the manifestation of God in this house. Wir vertrauen Gott für die Kraft und Manifestation Gottes in diesem you Haus. You will go home delivered. Du wirst befreit nach Hause gehen. Most of you have been so much attacked by the power of darkness. Die meisten von euch sind so angegriffen von der Finsternis. But if I be a man of God. Aber wenn ich ein Mann Gottes bin. This season, dann sage ich dir, is your season. In dieser Zeit, es ist deine Zeit. Attack of the enemy, jeder Angriff by the grace of God, durch die Gnade Gottes will be over in Jesus name. Amen. Wird vorbei sein in Jesu Namen. The attack will never be over, der Angriff wird nie vorübergehen, until bis you call it over. Du es vorbei benennst. Lift up your hands. Erhebe deine Hände. Lift up your hands. Erhebe deine Hände. Today I will not make any altar call. Heute gibt's keinen Altaraufruf. Be ready next week. Sei bereit nächste Woche. If you want to be free, wenn du frei sein möchtest, please, bitte, don't miss the service next week. Dann verpasse nicht den Gottesdienst nächste Woche.
we serve a God. Wir dienen einem Gott. That is the God of freedom. Das ist ein Gott der Freiheit. Amen. I will come and bow down at your feet, oh Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worship you. I will come and bow down at your feet, oh Jesus. In your presence is fullness of joy. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesu. Lord, I thank you for your spirit. Vater, ich danke dir für deinen Geist. And I thank you for your power. Und für deine Kraft. I thank you for your anointing. Danke für deine Salbung. Because you are always with us. Weil du bist immer mit uns. Lord, we worship you. Und Herr, wir beten dich an. We appreciate you. Wir schätzen dich. We know. Wir wissen. That Lord, you alone is God. Dass du allein Gott bist. And that there is nobody like you. Und dass keiner ist wie du. There is no presence like your presence. Keine Gegenwart wie deine. You are the I am and the I am. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin. You are the solid rock. Du bist der solide Fels. You are the foundation. Du bist das Fundament. You are the King of Kings. Du bist der König der Könige. And you are the Prince of Peace. Und der Friedefürst. You are the all-knowing God. Du bist der allwissende Gott. You are the omnipotent. Und du bist der allmächtige you Gott. Are the omnipresent. Und der allgegenwärtige Gott. You are the omniscient. Und der allwissende you Gott. Are the all-loving God. Du bist der allliebende Gott. Father, we thank you. Wir danken dir. For this wonderful day. Für diesen wunderbaren Tag. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. Thank you for every soul und für jede Seele, that is here today, die hier ist heute. Father, we thank you for your word, danke für dein Wort, that has come forth, das hervorgegangen ist. Heavenly Father, one thing we ask you, und eine Sache nur erbitten wir, is that by your grace, dass durch deine Gnade you will give us, du uns the spirit of courage, den Geist des Muts gibst, the spirit of confrontation, den Geist der Konfrontation, the spirit of boldness, den Geist der Kühnheit, to destroy, dass wir zerstören vermögen und zurückweisen und zu binden vermögen die Pläne des Feindes. Und deswegen beten wir, mögest du jede Seele hier stärken heute gemäß deinem Wort. Und wie wir nach Hause gehen, lass uns in diesem Geiste wandeln, dem Geist des Wissens, dass wir im Herrn erschaffen wurden, dem Geist des Wissens, dass wir deinen Geist tragen, dem Geist des Wissens, dass du uns Autorität geschenkt hast, dem Geist des Wissens, dass du uns Kraft gegeben hast, dem Geist des Wissens, dass wir Herrschaft ausüben können. Und Vater, wir beten im Namen Jesu. Mögen wir weiterhin anerkennen. Give us the knowledge. Gib uns die Erkenntnis. Let us know. Lass uns wissen, what you have given unto us. Was du uns gegeben hast. Help us, Lord. Hilf uns, Herr. To activate. Zu aktivieren. The gift. Die Gaben.
the Spirit, den Geist, that you have deposited in us, den du hineingelegt hast in uns. We pray, und wir beten in the name of Jesus, im Namen Jesu, that as you want to abide in us, dass wie du in uns wohnen möchtest, may we also abide, mögen in auch wir in dir wohnen, for we to overcome, damit wir überwinden können. Unless we abide in you. Wir können nicht überwinden, außer wir wohnen in dir. For we to overcome, dass wir überwinden können. Unless we abide in you. Nur wenn wir in dir wohnen. For we to overcome, damit wir überwinden können. Unless we acknowledge, nur wenn wir anerkennen, that power, die Kraft and authority, und Autorität, it is coming from the Lord, die vom Herrn kommen. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Protect each and every one, schütze jeden hier in the name of Jesus, im Namen Jesu. And I pray, und ich bete auch, that as your word has been received, wie dein Wort angenommen wurde, as the seed has been sown, wie die Saat gesetzt wurde. Lord Jesus, Herr, water that seed in us. Bewässere diesen Samen in uns. Water that seed in us. Bewässere diese Saat Let in uns. That seed grow. Lass diesen Samen wachsen. We also pray, und wir beten, that as we walk out here, dass wie wir hier rausgehen, every enemy, jeder Feind, that is standing at the doorpost, der bei der Tür steht, that wants to steal the word of der God, das Wort uns wegnehmen möchte, we declare, wir erklären schon and jetzt we decree, und wir erlassen in the name of Jesus, im Namen Jesu, no enemy, kein Feind will take the word of God away from wird us. Das Wort Gottes uns stehlen, in the name of Jesus, im Namen Jesu. If you have sown the word, wenn du das Wort, if you have sown the word in us, gesät hast in uns, then it means, das heißt, the word is rooted in us, dass das Wort Wurzeln schlägt. Therefore, in uns. No evil, kein Böses, can take away, kann wegnehmen, what you have given unto us, was du gegeben hast. We bless your people, wir segnen dein Volk, protect everyone, Lord, protect them, beschütze sie, guide them, leite sie und ordne ihre Schritte und auch hilf ihnen, ihre Emotionen zu kontrollieren, im Namen Jesu. Und wir schließen jede Tür der Furcht und wir erklären, lass sie gesegnet sein in ihrem Ausgang und in ihrem Hineinkommen, in Jesu Namen. Amen. Das Gnadengebet sprechen zusammen. We want to say the grace together. Was für ein Tag. What a day. Ich ermute, wir werden noch die Videos schauen, dann werden wir also zuerst das Gnadengebet, dann bitten wir euch noch kurz zu setzen und die Schlussvideos zu schauen. Und vergesst nicht, first we want to say the grace and then we ask you to sit down and then we're going to watch the final video and don't forget. Vergesst nicht, uns eure Zeugnisse mitzuteilen. And don't forget to send us your testimonies. Weil nächste Woche werden wir hier Danksagung und Zeugnisgottesdienst haben, zusammen mit Befreiung, mein Gott. Because next week we'll have a Thanksgiving and testimony service together with deliverance. Lasst uns Gott die Ehre geben und der Gemeinde erzählen, was er für uns getan hat. Let us give God the honor and tell the church what he has done for us. Und Gott die Ehre zurückgeben. And let us give his honor back. Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, uns die Zeugnisse mitzuteilen. Sie haben schon angefangen reinzuschneien. You only have a few days left to let us know the testimonies that have started coming in. Also vergesst das nicht. So don't forget. Ihr könnt auch Videozeugnisse schicken. You can also send video testimonies. Sag mal danke für Technik. Say thank you for technique. Halleluja, erhebt eure Hände. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christ, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein, jetzt und für immer da. Amen. We love you, we love you, we love you. Shalom.